Die Geschichte der Mullahs ist eine Geschichte der Verbrechen. Und zwar vom ersten Tag an bis heute. Und sie haben auch kein Verbrechen ausgelassen. Es sind Morde, es sind Massenmorde, es sind Hinrichtungen, es sind Verbrechen an der Menschlichkeit und ich glaube sogar, es ist auch Völkermord, was dieses Regime betreibt, weil es gezielt Menschen, Menschengruppen, politische, religiöse, alle Andersdenkenden umbringen will, ausrotten will, ihnen die Lebensgrundlage entziehen will. Und deswegen müssen wir noch intensiver, bevor das Regime stürzt, Dokumente herstellen, vor die Gerichte gehen, sammeln, gerichtsverwertbare Dokumente erstellen und erreichen, dass die Verantwortlichen, und zwar alle ohne Ausnahme, vor Gerichte gestellt werden. Da bin ich meinem Vorredner sehr dankbar, dass er das noch mal gesagt hat.